Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen super romantischen Abend. Ich habe euch vermisst, ich hoffe ihr mich vielleicht auch so ein bisschen. Ja, ich darf euch herzlich willkommen heißen auf dem Only Patch Notes YouTube Kanal. Ja, die neue Staffel beginnt. Vielleicht gibt es ab morgen mal wieder neue Videos, wenn wir ganz fest die Daumen drücken und ganz, ganz viel Glück haben. Mal sehen. In diesem Patch passiert tatsächlich einiges und das wollen wir natürlich gemeinsam durchgehen. Zum ersten haben wir da Pantheon. Pantheon wurde ja quasi revamped quasi, also ein bisschen gereworked. Das Optische wurde deutlich verändert. Auch sein Spielstil wurde etwas verändert. Ich denke mal, die meisten von euch haben es mitbekommen. Ich muss allerdings sagen, also das Rework sieht sehr, sehr cool aus. Ich höre auch schon aus allen möglichen Ecken, ja, ich werde Pantheon Main. Ich denke, Pantheon wird im Late Game unglaublich scheiße sein. Genauso wie er jetzt quasi ist. Und das ist gut, weil im Prinzip ist das, was er ist, ja? Scheiße im Late Game. Ja, wenn ich irgendwie 10 Leute auf der Straße befragen würde, dann würden sie mir genau das wahrscheinlich sagen. Denn er hat überhaupt keinen Schaden, meiner Meinung nach. Seine Q ist cool, seine W macht gar keinen Schaden und die E halt erst nach 3 Jahren. Und die Ulti muss halt dafür treffen. Deswegen, ja. Weiß ich nicht, ob er wirklich so hart einschlagen wird, aber warten wir es ab und schauen wir mal, wie es so läuft, würde ich sagen. Azir. Ja, Azir war immer mein Kind. Vielleicht kann der ein oder andere von euch tatsächlich mitfühlen bei mir. Azir, ich habe ihn geliebt. Wie meinen kleinen eigenen Sohn. Aber das Problem bei Azir ist einfach, dass er nicht zu balancen ist und dass er immer im Competitive besser ist als in der Solo-Queue. Das heißt, wenn du ein gutes Team zusammen hast. Und aktuell ist ja die Meta. Hier nehmen wir direkt den Nest mit rein. Es wird nur Corki und Azir gespielt im Competitive-Modus, also von den Pros. Und das rauf und runter. Im Solo-Queue hat Azir 48% oder sowas. Ist also nicht wirklich krass. Ja, 48% ist so, geht. Er wird genervt und zwar wird im Late Game seine Q verändert, 2 Sekunden mehr Cooldown. Finde ich auch, ist meiner Meinung nach nicht der beste Nerf, weil Azir ist, wie ich finde, ein Late Game Champ, ja? Da ist er sehr, sehr stark und das ist ja auch die Argumentation, er ist zu stark im Late Game, deswegen soll er ein bisschen genervt werden. Ich hätte dann vielleicht gesagt, okay, hey, mach hier eine 17 hin. Hier eine 17, da eine 5. Dass man sagt, hey, dann machen wir sein Early Game noch ein bisschen schwächer, dass er länger braucht, um ins Late Game zu kommen, ne? Das ist so, als wenn du so ein Porsche-Auto hast und sagst, ah, na, Porsche, der ist zu schnell. Ne? Den müssen wir langsamer machen. Ja, aber dafür kaufst du dir ja den Porsche. Dafür spielst du Azir, ne? Der muss schnell sein. Der muss im Late-Game gut sein. Dann hätte man höchstens sagen können, ja, okay, Porsche ist schnell, machen wir aber noch ein bisschen teurer. Machen wir nochmal 2000 Gold drauf. So, oder so ähnlich, oder 20, ne? Ja, das heißt, Azir wird genervt, Corki wird ein bisschen genervt, die Base-Stats. Mundo wird ja schon über Patches gebufft. Muss auch sagen, wenn man sich seine Winrates anguckt, ja, ich gucke die mir mal vorher an, da passiert gar nichts. Ja, die gehen weder hoch noch runter, obwohl er gebufft wird. Und ja, deswegen, er wird weiter und weiter und weiter gebufft. Na, jetzt hat er schon die ganze Zeit 30% Tenacity. Ist, glaube ich, nicht so krass der Buff, muss ich sagen, weil die W maxst du eh als erstes. Und deswegen, wobei auf der Top-Lane weiß ich es nicht mal. Ich habe ihn immer nur im Jungle gespielt. Auf der Top-Lane kann es sogar sein, dass man vielleicht die Q maxt. Aber, ja, ich denke mal, man kommt trotzdem so oder so sehr schnell an die gemaxte W ran. Und deswegen denke ich, dass es nicht so krass ist, aber es ist cool. Es ist cool. Außerdem, Masochismus, weniger Cooldown, ist auch sehr nett. Nimmt man mit. Ich sag euch, irgendwann, ich glaube, Mundo spielt einfach gerade keinen. Es gibt einen Dude, der Mundo spielt und der ist halt immer gleich kacke. Egal, wie stark du diesen Champion buffst. Und irgendwann kommen die Leute und spielen Mundo und rasten dann komplett aus. Ich werde es euch prophezeien, so wird es sein. Irgendwann, auf einmal von jetzt auf morgen, von 48% auf 53, alle spielen Mundo. New Broken Meta, es ist Mundo will smash you. Mundo-Mundo-Build. Echo wird im Late Game gebufft, macht mehr Bonus-Damage und hat auch deutlich weniger Cooldown. 50 Sekunden, Leute. Das sind 2 Sekunden weniger und vor allem, wenn ihr jetzt noch 35 oder 30 oder 40% CDR draufpackt, dann kannst du zweimal im Teamfight ulten. Was nicht so geil ist, wenn man dagegen spielt, aber wenn man Echo maint, ist das ziemlich cool tatsächlich, muss ich sagen. Ich bin mir unsicher, was ich davon halte. Muss ich sagen, bin mir sehr unsicher. APS Rift wird sehr, sehr viel gespielt, wird jetzt genervt, hat nur noch 0,15 AP Scaling. Das tut auf jeden Fall schon weh, aber es ist ja jetzt auch nicht sein Main Spell, mit dem er... Ich denke, die Q ist immer so ein nettes Add-on, sag ich mal. Ja, das ist ein netter Bonus-Damage, den du hast, aber der meiste Damage kommt halt über die Ult, übers E und übers W. Deswegen geht das, glaube ich, noch. Aber Arcane Shift, Brüder. Von 19 auf 25 Sekunden. 6 Sekunden mehr im Early Game. Ich muss persönlich sagen, das ist meine eigene Meinung. Also in Korea feiern die ja immer wieder und so. Aber, die letzten
10 Ezreals, die ich im Team hatte, waren alle Kern-useless. Kern-useless tatsächlich. Turbo-useless. Richtig. Wenn ich Ezreal im Team, wenn einer einloggt, dann denke ich mir schon, ach Gott, schon wieder ein Lose. Ist, also, keine Ahnung, ich finde den Champion Turbo-useless. Und jetzt das hier, das tut ultra weh, weil du ja auch die scheiß Q als erstes max, ja? Wenn du da jetzt wirklich bis Level 10, 11, 25 Sekunden drauf hast, gute Nacht, sage ich dann nur. Gute Nacht. Klar, man muss hier ein bisschen runterrechnen. Jedes Mal, wenn du deine Q machst, dann wird das ja auch reduziert, aber es ist halt trotzdem arschviel. Fiora. Fiora geht so ähnlich wie Mundo, wird immer wieder gebufft, bis sie irgendwann broken wird. Ich glaube, da kommt auch irgendwann so ein Fingerschnippen, weil aktuell spielen halt nicht so viele Leute Tanks. Es ist so durch, es kommt so ein bisschen, aber es ist so, ja, in der Wiege. Und irgendwann kommen auf einmal plötzlich alle Tanks und dann ist Fiora gigabroken. Na, sie wird die ganze Zeit gebufft, jetzt fehlen nur noch die Tanks, so nach dem Motto. Ja, sie kriegt weniger Cooldown auf der E und auch super viel Attack Speed jetzt im Late Game. 90% Bonus Attack Speed, das tut übel weh. Das tut übel weh. Jax wird gebufft. Hat jetzt weniger Cooldown, die Begründung ist, er muss öfter springen. Er ist ein Nahkämpfer, er muss öfter an den Gegnern dranbleiben. Ja, dann bufft doch auch Talon und er muss auch öfter an den Gegnern dranbleiben. Auch 2 Sekunden weniger auf Q. Was ist das für eine Argumentation, Jax? Ist also, er hat eine 50% Winrate, er ist jetzt nicht broken. Ja, versteht mich nicht falsch, aber ne, zack, broken. Ne, das geht ganz schnell. Wobei man natürlich hier sagen muss, hey, es ist im Early Game, ne, im Late Game ist es gleich. Aber ich denke mal nicht, dass es so krass ist. Man kann es ihm gönnen. Ne, es ist okay. Aber weil Jax, ne, wenn jetzt mal, wenn ich Jax im Gegnerteam sehe, dann denke ich mir, oh, scheiße, ey, Brudi, das, ne, das ist immer so ein Rennen gegen die Zeit. Genauso wie bei dem Boy hier. Kassadin macht jetzt mit seiner W 30 mehr Schaden auf Stufe 1 und auch 5. Tut super weh. 30 mehr Schaden tut super weh. Finde ich persönlich ist ein ziemlich starker Buff. Finde ich, ich mag Kassadin sehr gerne. Vielleicht werde ich irgendwann wieder Kassadin OTP. Ich hasse es aber gleichzeitig gegen Kassadin zu spielen. Ne, weil sobald Kassadin Level 16 wird, fühlt sich das an wie Cheaten. Ne, 30 Damage ist auf jeden Fall nett. Vor allem zum Last-Hitten unterm Turm ist das richtig gut, ne? Gut. Oder generell zum Last-Hitten. LeBlanc. LeBlanc wird auch weiter gebufft von 0,3 auf 0,4. Weiß ich. Ich meine, ja, es ist meine Meinung, ne? Aber LeBlanc wurde letztens schon gebufft mit der Kette und da hat die mich komplett aus dem Leben geböllert. Vielleicht hat die auch ein unglückliches Matchup, kann auch sein, aber ich habe mich so gefühlt, so muss, so, sie hat so, sie hat weh gemacht und Kette verfehlt, eine Q nur und ich war irgendwie, bumm, 80% weg. Und ich dachte mir so, muss das sein? Und jetzt wird das nochmal gebufft und da frage ich mich, muss das sein? Aber, ja, gucken wir einfach mal. Bei Lux, da frage ich mich, muss das sein? Also, ihr Schild wird gebufft um 40. Sie sagen ja so, hey, wir haben Lux härter genervt, als wir wollten. Support Lux vor allem. Und dann denke ich mir so, nee, ich sag's jetzt nicht nochmal. Aber dann denke ich mir so, ja, 40 Schild drauf? 80 Maximum Schild? Und ja, also 80 Schild drauf? So, hätte man nicht vielleicht sagen können, hey, wir gehen auf 130? Oder auf 112 oder 10 oder 11, so, nee, ne? Naja, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Nocturne. Nocturne, mehr Base-Stats, mehr Mana Regen, alles und mehr Bonus-Attack-Speed durch seine W. Ist alles cool. Nocturne ist vor allem ein sehr, sehr, also gerade für Leute in tieferer Elo von euch, wenn ihr Jungler seid und Bock auf einen Champion habt, der sehr einfach zu spielen ist und sehr bestrafend ist, ihr spielt Nocturne, drückt irgendwann Ultimate, alle Leute sind immer auf Position und ihr macht easy einen Kill. Regeln, spielt mit der, mit Lethal Tempo, und ich glaube der roten Machete, ja, also AD, nicht Attack Speed, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ich glaube, das ist korrekt, ja, AD. Gut, nun, Riven wird genervt, ja, hat jetzt immer 12 Sekunden Cooldown, die haben gesagt, ja, hey, wir haben, letztes Mal hat sie ja so einen Buff-Nerf bekommen, das heißt Cooldown von Q und die E hat sie dafür weniger CD, glaube ich, drauf gemacht, oder irgendwie sowas, ne, die haben E mehr CD gemacht und Q weniger und jetzt machen sie Q wieder so, wie es vorher war. Sejuani, auch im Pro-Play sehr, sehr viel gespielt, sehr langweilig, sehr stark, gerade im Early Game. Und jetzt wird ihre Passive nochmal angegangen, wurde ja schon mal angegangen. Hat jetzt nur noch 10 Resistenzen, Scale dafür etwas besser mit Bonus Armor und Bonus Magie Resistenz. Ergo ist sie deutlich schlechter im Early und Mid Game, wo du keine Resistenz hast. Im Late Game könnte sie wieder ein bisschen mit reinskillen. Arctic Assault außerdem hat ja 2 Sekunden, tut definitiv weh. 2 Sekunden ist wirklich viel, Leute. Das ist wirklich viel für einen Spell, den du nicht maxst. Also das ist wirklich viel. Shen. Shens Q wurde auch schon 241 Mal gebufft. Und zwar macht sie jetzt Empowered gegen Champions 7% statt 6, beziehungsweise 5 statt 4. Das Ganze mal 3, weil er 3-mal zuschlagen kann, sind 3% Damage. Ich meine, wie oft gibt es die Situation, wo du auf einmal sagst, ja, scheiße, ey, der kommt mit 1% weg.
Oder mit 2%. Oder mit 3%. Auch sogar mit 4% würde er jetzt nicht mehr wegkommen, weil ihr hier erstmal 3% wegprügelt und seine E sogar noch 10 mehr Damage macht. Nett. Nett. Ne? Das heißt, in diesen Fällen stirbt der Gegner. Wobei Shen auch eher so ein langweiliger Toplaner ist, ne? Aber gut. Singed. Ich mag Singed und vielleicht werde ich wieder Singed OTP irgendwann. Er kriegt mehr Mana, er kriegt mehr Attack Damage, er kriegt etwas weniger Mana Regen ganz dezent und mehr Attack Speed. Und seine Ultimate gibt mehr Stats. Was ich mich ja hier frage ist, was hat man sich damals so gedacht, so, ne? Sie cleanen ja die Stats so ein bisschen auf. Und was haben sie sich gedacht? Okay, lasst uns einen neuen Champion erstellen. Lasst uns, wie wäre es mit, nennen wir ihn Singed. Den Läufer. Ne? Den verrückten Läufer, der verrückte Professor. Wie viel Mana sollen wir ihm geben? Wir müssen ihm jetzt so Mana geben. Wie wäre es mit 290,6? Und AD? Warte, wie wäre es mit 60? Nee, 60 ist nicht gut. 65? Nee, 65 ist auch nicht gut. Wie wäre es mit 62,32 AD? Ja, da sehe ich ihn. Genau da muss er sein. Ne? Ich meine, wer hat das gemacht? Wie kommen solche Werte hier zustande? Ne, bei Xion ist nämlich dasselbe. Hier ist auch 542,64 HP. Ne? Gut, nun. Das heißt, auch Xion kriegt jetzt ein bisschen mehr Damage. Seine Q macht 10 mehr Damage, wenn nicht aufgeladen. Und wenn aufgeladen, sogar 30. Und macht jetzt keinen reduzierten Schaden mehr an Monstern. Ja? Bedeutet, Maxim, Xion, Jungle Gameplay incoming. Sivir ist natürlich gerade sehr starke AD Carry, wird genervt, hat jetzt durch ihre W bisschen weniger Attack Damage Scaling, das heißt, zumindest im Early Game, ja, dann rasiert sie auch nicht mehr ganz so krass die Waves weg, aber die wird sie immer und immer wegrasieren. Und wenn sie das nicht machen würde, dann wäre es einfach nicht Sivir. Sylas macht jetzt mit seiner Q, mit der zweiten, das heißt der Detonations-Damage, das war vorher 45% reduzierter Damage, ist jetzt gegen Minions und Monster. Na, vorher war das nur gegen Minions, jetzt gegen Minions und Monster. Mal hat mich gesagt, hey, der Dude ist zu stark im Jungle Clear. Na, und sie wollen ihn da so ein bisschen reduzieren. Aber ich habe vorhin nachgeguckt, Winrate im Jungle bei Sylas sind 40%. Ich weiß jetzt nicht, ob vom Pro-Play gesprochen wird oder ob irgendjemand von euch so ein richtiger Challenger Sylas Jungle OTP ist. Aber also alle Sylas Jungles, die ich gesehen, naja, lassen wir alle Sylas, die ich sehe, sacken. Sagen wir es so. Vor allem die Top-Lane-Sylas, die sacken immer richtig hart rein. Nun, Syndra kriegt 25% Bonus-Damage gegen Champions auf ihrer Dark-Sphäre. Das ist natürlich erst, wenn ihr da 5 Punkte reingemacht habt, das heißt in Verbindung mit ihrer Passive. Und Shatter the Weak macht 15 mehr Schaden, ist auf jeden Fall nett. Syndra sieht man auch sehr, sehr selten. Gibt mir aber so ein bisschen Flashbacks. Vor allem das hier, ich weiß nicht, ob das Schicksal ist. Ich habe genau gegen diese Botlane gestern gespielt. Ja, Botlane. Diese beiden waren auf der Bot. Und meine Bot war 0-16. Nicht gelogen, 0-16. Tam Kench, der Dude hatte 345 Movement Speed. Das ist Assassin. Das ist wie ein Fisch, der. Also stellt euch einen Fisch vor, mit einem Ninja-Kostüm und zwei Klingen auf dem Rücken. Einen Wels. Das geht nicht. Der tanky ist. Ne? Das geht nicht. Der ist viel zu schnell. Und deswegen ein bisschen langsamer. Und Shield Duration auch 3 Sekunden. Viel zu lang, ich schwöre. Dafür, dass er ein Schild von 100% teilweise bekommt, viel zu krass. Finde ich gut. Yuumi. Yuumi wird super hart genervt. Denn sie macht jetzt 50 weniger Schaden durch die Empowered Q. 50 weniger tut super weh. Slowed außerdem gerade im Early Game weniger, hat weniger Slow Duration und der Cooldown ist höher. Tut übel weh. Hab aber auch kein Problem damit, wenn es weniger Yuumis gibt. Ich habe immer das Gefühl, ich will jetzt niemanden flamen, aber Yuumis sind so, ne? Ich wurde letztens von der Yuumi geflamed. So. Und ich denke mir so, Brudi, du machst den ganzen Tag nichts als rumchillen und ab und zu Q, W und E drücken. So komplett auf Chill-Basis, du wolltest die nicht positionen, nichts machen. Und dann flamen die andere Leute. Das ist so, wie wenn ein Jungler-Spieler dich flamen. Da denke ich mir einfach, Brudi, spiel mal Only Champ. So, no hate, Basis. Gut, Six wird gebufft. Sein Satchel, seine W, finde ich ganz cool. Hat jetzt 0,5er AP-Scan, tut super weh. Und deutlich weniger Cooldown. Finde die Idee cool, dass sie den Spell buffen, der schwer zu landen ist. Also, jetzt nicht so schwer, aber ne, den musst du schon ein bisschen kombinieren. Na, da musst du schon ein bisschen was machen. Finde ich cool. Außerdem hat seine Megabomb weniger Cooldown. Biscuit Delivery. Aktuell spielt wirklich jeder mit Inspiration Second. Hast immer Kicks dabei, hast unendlich viel Sustain. Wird genervt. Genervt, bufft. Du hast nur noch 3 Kekse. Eigentlich genervt. Du hast nur noch 3 Kekse. Allerdings kriegst du die jetzt 2, 4 und 6. Das heißt, anstatt 3, 6, 9 und 12. Ja, vorher hattest du erst bei 12. Beziehungsweise, du hattest vorher deinen dritten erst bei 9. Jetzt hast du deinen dritten bei 6. Das heißt, du hast deine Kekse deutlich früher zusammen. Die geben aber weniger Heal und weniger Mana.
Beziehungsweise weniger für Mana-Less-Champions und weniger Mana generell. Dafür ist die Healing Duration 5 Sekunden statt 5 Sekunden. Das heißt, das ist im Prinzip ein Buff, weil das Ding nicht 3 Jahre mühlen und mahlen muss. Ja, Gottes Keksmühlen mahlen langsam, sagt man ja. Die mahlen jetzt schnell, die Mühlen. Na, das heißt, du machst Peng, zack, hast du schnell dein Leben drin. 5 Sekunden. Und du kriegst 50 Mana. Könnte man sagen, ja, cool, 50 Mana ist aber Nerf, weil vorher hattet ihr 4 Keks, jetzt habt ihr noch 3. Ne? Also. Ja, finde ich aber cool, weil ich Kekse gar nicht so oft spiele. Deswegen könnt ihr gerne genervt werden. Ja, Level 5, Leute. Für alle, die Level 5 sind, ihr seid very honorable. Ihr bekommt am Ende dieser Season eine Capsule, wo entweder graue Warwick drin ist oder der graue oder Medieval Twitch. Ja, wenn ihr very honorable seid. Ihr habt noch Zeit bis, irgendwo steht das, bis, keine Ahnung, 9. Ja. Ja, keine Ahnung. Ihr habt auf jeden Fall, ne, bis 9.16 steht hier. Wobei, das ist 9.16, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr schon einen dieser Skins habt, einen, dann bekommt ihr, beziehungsweise könnt ihr auswählen, einen dieser tollen Chromas, ja? Das heißt, das ist, nicht mehr Grey Warwick, sondern Blue Warwick und das hier ist mit Duval Bluval, Twitch. Welchen findet ihr geiler? Ich glaube, der hier sieht cooler aus, ne? Die Frage ist natürlich auch, welchen spielt ihr eher? Wahrscheinlich wäre es bei mir der hier. Aber, das war noch nicht alles. Wenn ihr in dieser Season noch jetzt Horn auf 5 erreicht, dann bekommt ihr nicht ein Geldpaket. Nein, ihr bekommt 2 Keys Honor Tokens. Denn sie haben gesagt, hey, in dieser Season bekommt ihr nicht ein, sondern 2. Ja, das wurde irgendwie versprochen. We promise you, you get 2 Chromas. Und deswegen bekommt ihr beide. Ja, ihr könnt einfach beide nehmen. Ihr könnt einfach beide nehmen. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr nicht mal den Champion besitzen. Achso, nee, stopp. Genau, ihr müsst nicht beide haben. Es reicht, wenn ihr einen habt. Ja, dies, das. Ne? Gut, nun. Also ihr könnt dann zum Beispiel, wenn ihr nur einen habt, könnt ihr auch, oder wenn ihr gar keinen habt, könnt ihr sagen, ihr nehmt den und den Chroma und scheißt auf Twitch. Gut, Ranked wird irgendwas gemacht, wovon ich keine Ahnung habe, weil ich nicht in der Elo bin. Losing a game at 0 LP in Grandmaster oder Challenger demotes you nicht nach Master 0 LP, sondern nach Diamond 1. Klingt erstmal, als wäre es krass. So, hey, du wirst direkt nach Diamond 1 statt nach Master gepackt, aber ich glaube, Diamond 0 LP ist legit. Also Master 0 LP ist legit Diamond 1 so gut wie. Nur, dass du vielleicht, also, ne, hier steht's auch, dass die Leute, die meistens nach Master dann gedroppt sind, 0 LP, dann eh droppen würden. Und ich glaube, das ist einfach so ein Süßigkeits-Neißigkeits-Ding. Ja, das war's mit den Patch-Notes, Leute. Ne, lasst uns hoffen, dass morgen auch ein Video kommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen und tschüss. Ich hab euch lieb. Vergiss das niemals, denn ich hab euch lieb.